Yo, willkommen zurück zu Heroes of the... Of the Storm, hätte ich jetzt was gesagt. Of the Storm. So ist es richtig. Ich mache direkt weiter. Ihr seht es auch unten an der Uhrzeit. Genau. Folge 5. Die letzte Folge von diesem kleinen, Abstecher ins Blizzard-Universum. In die ganze Thematik. Und ich bin wieder vor der großen Frage, wen nehme ich als nächstes hier? Oh Gott, ey. Okay, jetzt wird's aber hier... Sportlich. Puh. Was haben wir denn bisher alles gespielt? Irgendwas richtig Außergewöhnliches. Irgendwas, was so richtig abseits der... Ragnaros könnte man zocken. Der ist doch so, ne? Ragnaros, genau. Yo. Der kann quasi zu einem ganzen Gebäude werden, was einfach nur mega geil ist. Warum ist die denn da unten eigentlich hier so... Den Namen kann ich, glaube ich, nicht aussprechen. Kira oder so, sage ich jetzt mal. Wird eine von... Ach, nee, guck mal, die hat hier so ein komisches anderes Symbol. Das heißt, das ist eine, selbst aus dem Heroes of the Storm-Universum. Da hatten sie auch mal mit angefangen. Hier zum Beispiel, ne, das große D steht hier für Diablo. Für nichts anderes, ihr Schelbe. So. Genau, hier haben wir May von Overwatch. Hier haben wir die Lost Vikings, auch aus dem Blizzard-Universum, I don't know. Und hier sind so die World of Warcraft, das Warcraft-Universum und so weiter und so fort. Dann Starcraft natürlich und, ja. Und die haben dann irgendwann mal sich gedacht so, ja cool, dann kriegt Heroes of the Storm auch so sein eigenes Universum irgendwie und dann haben die das Zeichen. So, lang genug gequatscht wieder. Ich wähle mal Ragnaros aus. Ragnaros oder Tychus? Tychus hat einfach eine richtig, richtig nice Ulti, hatte ich ja schon mal angesprochen hier mit dem Odin. Allerdings, komm, wir nehmen einfach mal Ragnaros. Den konnte ich auch mal relativ gut spielen. Der hat so lächerlich... Ja gut, ne, der hat... Bei dem kann man wahrscheinlich mit Skins nicht so viel machen. So ist er normal. Das ist schon der... Sulfur, ne? God of War und so, ne? Also, ja, nicht God of War, sondern nordische Mythologie und so. Sulfuron, Ragnaros. Dann haben wir hier Mini-Ragnaros. Wer den spielt, der... Ich... Ja, bin mir nicht ganz sicher, ne? Der hält wohl nicht sehr viel von sich. So, deswegen nehmen wir einfach mal hier den Sulfuron Ragnaros. Der andere heißt nur Ragnaros, geschmolzener Ragnaros und lodernder Ragnaros. Yay! Wir nehmen allerdings hier Sulfuron Ragnaros mit seinem Lieblings-Graffiti, dem Papierreger. Lol. Und warum er auch immer einen Overwatch-Banner hat. Warum hast du einen Overwatch-Banner? 6,5. 6,5 Jahre gibt es dieses Spiel scheinbar schon. Wow. Hier kann man nochmal so ein paar Symbole auswählen. Stilisiert. Animiert. Okay, stimmt, das gab's auch. Okay. Nehme ich mal so hin. Wir nehmen allerdings Ereignisse vor allem. Okay, ja, cool. Warcraft, Starcraft. Was war das denn gerade? Stilisiert? Ja, wir bleiben hier einmal bei... Okay, was zur Hölle gibt's denn hier alles? Ah, hier haben wir auch Ragnaros, den kleinen. Okay. Das sieht cool aus hier. Mad Axe, jo. Egal, ist nicht spielentscheidend, deswegen bleiben wir erstmal dabei. Ich habe bis heute nicht herausgefunden, wie man diese Graffitis eigentlich einsetzt. Ich glaube auf X oder so. I don't know. Das Feuer wird euch leiten. Jo, das stimmt. Das stimmt. Wenn wir gleich zum Gebäude werden, dann rasten wir ein kleines bisschen mehr aus als sonst. Mal sehen. Hier, Fähigkeiten. So, Sulfuras bemächtigen. Ach so, der Hammer heißt schon so. Lol, nice. Lebender Meteor, ja, das ist ganz cool. Den kann man vor- und zurückrollen lassen, wenn man möchte. Das ist so ein bisschen, naja, ne? Physikalische Gesetze kennt das Ding nicht. Das macht, was es will. Volskaya-Fertigung. Okay, wir sind im Overwatch-Universum. Und wir müssen... Jedenfalls, wenn wir nach der Map spielen, einmal diese Roboter da einnehmen. Und dann werden...
beziehungsweise können bis zu 2 Leute diesen Roboter dann steuern. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Also genauso wie den Drachen in der vorigen Folge kann man dann die Roboter mit, ja, mit 2 steuern. Ne? Der eine bewegt sich und der andere schießt. So. Der eine steuert, der andere schießt. Denkt ihr wirklich, dass wir das Zeug dazu haben? Gott, ist das hässlich. Alter. Ich bin ein Elementarlord. Ihr werdet mir gehorchen. Ja. So. Das war sein Eröffnungsplädoyer. Ich guck mal. Sulfuras hungert. Mit Sulfuras ermächtigt. Was? Mit Sulfuras ermächtigten getöteten. Hä? Sulfuras ermächtigen getötete Diener erhöhen. Ach, so heißt die Fähigkeit, ne? Ja, genau. Den Schaden der Fähigkeit. Triff Helden, um neben dem Meteor zu verstärken. Einhüllende Flammen erhöht den Schaden und den Radius der Deflagration. Was ist das denn für ein Begriff? Okay, da muss ich später mal nachgucken. So, ich kann mit Meteoren schmeißen, ne, das Übliche. Hier, Schiss. Genau. Und je mehr ich da über andere Leute drüber rolle, desto besser wird der am Ende des Tages. Ach, das ist hier die Fähigkeit. Deflagration. Aha. So, bitte einmal auf die Lanes verteilen. Dankeschön. Wow, voll daneben. Und ist Illidan. Gegen den kann ich allerdings auch relativ viel machen. Warum hier Zagara in der Mitte ist. Das ist eigentlich ein Spezialist. Eine Spezialistin, so. Ne? Jo. Genau, muss ich auf mich selbst einmal anwenden. Oh, der hat gerade Spaß. Wow, dein Ernst. So. Alleine gegen mehrere ist relativ uncool. Oh, wir haben Chromie tatsächlich. Unsere kleine Gnomen-Drachen-Artillerie, könnte man meinen. Jawohl, das schön einmal drüber rollen. Geil. Ah, so mag ich das doch. Was war das denn hier? Geschmolzener Kern. Auf ein verbündetes oder zerstörtes Fort und eine Festung kanalisieren. Genau, das ist das, wo wir zum Gebäude werden. Sehr cool. Das ist meine Ulti oder so? Nee, ne? Nee, das war so eine Fähigkeit. Okay, ist schon wieder ultra lange her. Wir wollen einmal hier mit dem Meteor. Einmal über die Türme und die Mauern. Okay. So, gewährt Zauberpanzerung. Regenerationskugeln erhöhen die Lebensregeneration. Nehmen wir mal so mit. Da mal drauf. So. Lol. Der ist ja geplatzt. Der ist mal richtig schön geplatzt. So, wir überfallen mal eben Zagara. Das hat jemand mit Sicherheit gesehen. Nö, hört sie nicht. Lol. Oh. Oh, ich hab nicht gesehen, dass du da hinkommst. Sorry. Oh, da ist Diablo. Und da ist auch der nächste vom Fest. Nein, der hat sich noch wegteleportiert, der Sack. Der Sack. Ich gehe mal zurück, dann bin ich auch ready fürs Objective. Den Brunnen möchte ich dafür nicht verschwenden, denn besser während des Objectives einmal zum Brunnen rennen als davor. Kontrollpunkt wird gleich verfügbar. Genau, Mana braucht man nicht immer ganz oft sammeln. Ich gehe mal eben nach oben. Jo. Aber hier mal eben die Welle mitnehmen, da gibt es nämlich noch ordentlich Erfahrung für. Und ich kann einmal hier den Meteor durch... rauschen lassen. So, nicht von Diablo catchen lassen. Der nimmt einen dann mal kurz auf den Arm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und schmeißt dann schön in die Gegner rein. Das ist sehr uncool. Ja, gib mir erstmal schön die Punkte hier für den. Okay, der rennt einem Phantombaum hinterher. Dann gehen wir immer hier aufs Objective. So. Gott. Sprechen ist heute echt schwierig. So, erstmal schön durch den Meteor wieder laufen. Wow, dein Ernst. Oh oh. Oh oh. Shit. Ja, Nasibo, wo bleibst du denn wieder? Hier ist Teamfight angesagt. Hand von Ragnaros. Verringert die Ablenkzeit von Sulfurs Allmächtigen. Verringert die Ablenkzeit des Lebens des Meteors. Und genau, wir nennen mal das hier. Nein, wir waren so nah dran. Die Feuer der Verdammnis werden nie erlöschen.
bitte nicht sterben. Allerdings müssen wir auch auf Chromie warten. Aber ich muss meine Fähigkeit weiter ausbauen. Mit Sulfuras. Ach, hier mit dem Meteor. So, deswegen gehe ich hier auch mal direkt wieder rein. Oh, nicht von dem Gram lassen. Uncool. Alter, mach doch mal jetzt hier die Scheiße kaputt, Mann. Oh shit. Unser Verbündeter darf nicht fallen. Umkämpft. Ja, cool. Oh, Illy dann. Ah, das war nicht cool. Das war alles andere als cool. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, woran es lag. Wahrscheinlich, weil unser Tank mal wieder auf der Top-Lane rumschimmelt. Ja. Aber die können mich eh mal gern haben. Denn jetzt bin ich zur Festung. So, ihr dürft erstmal an mir vorbei. Ja. Okay, hält auch nicht so lange, aber ist einfach nur sau cool. Einfach nur, weil es geil ist. Ach, die haben natürlich wieder ihre Ulti. Scheiße. Wolverine. Okay, das ist die Schwester von Wolverine. Nein, Nova, bitte. Warum? Ja, okay, ich hätte nochmal helfen können, zugegebenermaßen. Fair enough. Oh, scheiße. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Das war noch viel schlechter. So, der wird mich wahrscheinlich auch verfolgen, oder? Warte, ne? Oh. Wo ist er? Nein, der hält sich die ganze Zeit. Oh, sehr gut. Illidan geht da durch die Welle, ne? Schade. So, kann ich mich einmal die ganze Wave mit clearen, aber, jo, nämlich so. Perfekt. Kann ich da mich unseren Vorstoß mal eben sichern? Nice. Sehr gut. Oh, was habe ich denn hier? Verringert die Abklingzeit des lebenden Meteors um 7 Sekunden und der statt 30 Mana, wenn die Fähigkeit mindestens 5 Mal gegnerische Helden trifft. Was? Wir sollten uns mit diesen Söldnern anfangen. Okay. Interesting. Nein, die stehen da schon wieder viel zu nah vorne, Mann. Jetzt bin ich gerade derjenige, der nicht hilft. Ja, aber... Sieht trotzdem gar nicht mal so schlecht aus. Okay, cool. Erstmal mal schön getradet. Oben ist wieder Illidan und nervt, was er kann. Wie er kann. Da sehe ich schon mal einen Turm weniger. Nein, Chromie, ich hätte... Sorry. Mountain. So, der wird wahrscheinlich gerade springen. Da ist er. Gotcha. Ja, klar. Hast du dir so gedacht? Hat er sich so gedacht. Nice. Ja. Das stimmt. Da muss ich mir echt mal schön selbst auf die Schulter klopfen. So. Die Heilung von... Genau, das nehme ich mal mit. Das ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Durch einen... Nein. Wir haben schon wieder eine scheiß KI... Dingern dabei. Was ist denn mit den Leuten los heute? Ein Zugriffsterminal wird in Kürze online sein. Hier, okay, die Ulti ist wieder ready. Ja, Nasibo KI ist auch so. Ja, da kannst du gleich ohne Nasibo spielen. Das Feuer wird euch leitern. Das ist echt ein bisschen übertrieben, aber. Oh, 2 Minuten Abklingzeit ist schon heftig. So. Terminal mit Energieversorgung. Terminal. Le Terminal. Okay, der Dingens wird gerade angegriffen. Nee, Moment. Moin. Warum rennt der eigentlich von mir weg?
Ach, euer Ernst. Ach so, ja gut, die KI, ne? Ja, okay. Scheiße. Oh, Diablo müssen wir grillen. Komm schon, komm schon. Wow. Okay, das sieht gut aus. Ja, Zagara pusht unten. Okay. Hier haben wir wieder den... Ja. Nein! Hier kommt klar, oder? Dann würde ich nämlich mal eben auf den Mountain und nach unten gehen. Können die machen. Ja, komm. Oh, die sind aber eine Stufe drüber. Und komme ich nicht an. Beeindrucken Sie mich, Herrschaften. Der Protektor war auf. Alter, sein Ernst. Okay, eine Quest abgeschlossen, ja. Oh, der verliert da oben auch sehr viele Leben. Nicht cool. Und die sind da oben gleich erstmal ziemlich in Gefahr. Zeratul. Ah. Sehr schön. Sehr gut. Ey! Auf damit. Kann er das auch mal lassen? Oh, der kriegt mich noch. Ey, der hat mich... Nicht schlecht. Nein! Boah, Diablo, was zur Hölle? Okay. Was zur Hölle? Ha, der war noch nicht mal... der war noch nicht mal intended, ey. Riesenverbrenner. So, früher der Mächtige fügt Helden mehr Schaden zu. Der Leben explodiert, wenn er aufprallt. Erzeugt nach der ersten Deflagration eine zweite. Ne, war nicht. Ey! Lidane, das ist auch so eine richtige Nervkröte. Ja, und das Sibo ist halt immer noch KI. Deswegen denke ich, das wird auch wahrscheinlich nichts. Bin ich da, bin ich da, bin ich da, bin ich da, bin ich da. Ja. Shit. Schau ich mal immer, ob ich der Nova vielleicht helfen kann. Die wird jetzt wegspringen. Die vor allem. Okay, warum er da jetzt nicht weggesprungen ist, keine Ahnung, aber. So. Oh. Weiß nicht, dass nur... Oh, nee, da kommt auch jemand. Diablo, nein! Ach, dein Ernst. Ja, jetzt habe ich den das Camp gemacht, hervorragend. Ach Gott, ich ziehe gerade mein ganzes Mauspad hier vom Tisch. Das war halt wieder hart dumm. Ich lerne es auch nicht. Ich lerne es auch nicht. Mann. Sie weiß hoffentlich, was sie tut. Ja. Die Gegner machen halt relativ vieles richtig und wir halt irgendwie nicht. Obwohl wir auch in den ganzen Kämpfen gar nicht mal so viel schlechter sind. Aber, ne, einmal so ein KI-Menschen dabei. Genau, ein KI-Mensch, ja. Das sieht dann schon nicht so cool aus. Deswegen, Schande. Schande über denjenigen, der ein Spiel einfach so verlässt. Mal wieder hier ins Geschehen oder bin ich jetzt wieder... Alter, der Diablo, was ist los? Sehr gut. Bro. Ja, der macht sich gerade echt unbeliebt, der Diablo. Holy shit. Das sieht nicht gut aus. Und die haben schon Stufe 20. Mist. Oh. Yo. Ach, keine Chance. Lidan kann mit seiner Ulti halt über die halbe Map fliegen. Oder sogar über die ganze später. Hat er genau richtig gemacht. Ich hab hier Zeratul. Ja, der wieder so, ne, interessiert mich nicht. Ja, Nasibo ist halt eine KI.
Das hat KI. Ja, vielen Dank auch hier. Warlolz. Warlolz. Ist auch geil. Warlolz. Wäre er doch nur im Spiel. Sehr gut. Bei Aufgeben kommt hier nicht in die Tüte. Lavawelle erhält eine zweite Aufladung. Ja. Stasis zu versetzen. Immer die zweite Lava. Die zweite Lava-Welle. Jedes Mal, wenn ich ein Video release, ist das auch meine Ulti. Die Lava-Welle. Wow, der ist mal so. Nein. Wow. Fuck, Elite. Ja, der haut mich auch noch kaputt. Nein, das war dumm. Das war nicht gut. Nova, nein! Ja, sehr gut. Fast. Was ist das hier? Was ist ein Fehler in der Matrix? Atael. Ach Gott. Ah. Die schnappen sich jetzt hier Nummer 5 und dann laufen die auch direkt durch. Sogar ja, die können mich einfach durchlaufen. Wenn sie es jetzt halt richtig machen, dann gehen die einfach. Lol. Wenn sie es jetzt eigentlich richtig machen, dann nehmen die sich hier unten den Roboter und gehen hier unten einfach durch. Aber das macht gerade keiner. Wie heißt der? Gurke Gamma. Okay. Gurken Gamma wäre witziger gewesen. Gurke Gamma. Warum? Nee, die gehen lieber auf alle anderen Gebäude erstmal. Okay, soll mir recht sein. Aber wenn ich dann auch mal wieder irgendwas machen darf. Wow. Gut, dass das einfach mal nur so 5 Sekunden hält. Na gut, komm. Den räumen wir erstmal hier so weg. Daneben. Daneben. Ja, Zeratul, als ob ich dich nicht sehe. Als ob ich dich da unten nicht rumkreuchen und fleuchen sehe. Ja, da ist er schon hinter mir her. Hier, komm her. Komm her. Als ob man den nicht sieht. Oh, shit. Nicer Bait. Und ich falle auch noch richtig schön drauf rein mit Anlauf. Ich hätte es besser wissen müssen. Keine. Obwohl Diablo stirbt gleich, sehr schön. My bad. Nicht unbedingt. Ich glaube, das Spiel haben wir schon vor einiger Zeit verloren. In meinen Augen hätte Blizzard da auch so ein bisschen hinterherhelfen können und sagen können, okay, wenn ein KI-Gegner mitspielt, dann sind die dementsprechend auch schlau, je nach Level. Je nach MMR oder so. Aber ich glaube, sowas auch umzusetzen ist dementsprechend schwierig. Ist ja nur schade, gerade wenn dann jemand ja, das Spiel verlässt und man hat dann nur noch so einen KI-Kumpel dabei. Das ist nicht so vorteilhaft. Zeratul, wow. Gurke Gamma. Herzlichen Glückwunsch. 23% verursachter Heldenschaden. Wow. Und Chromie, Kampfmaschine. 32% des weltweiten. Da steht teamweit und ich sag weltweit. Warum? So, teamweiten Heldenschaden. Weltweit wäre natürlich krass. Ne? Einfach noch 5000 Milliarden. Warum mehr 5? Ne? Keine Ahnung. Ne? Auf jeden Fall der ganze Schaden schön bei. Chromie, okay.
Ja, das Gegnerteam war gut, aber komm, Chromie, du kriegst mein Wort. Du bist cool. So, das soll es auch gewesen sein. Ich denke, hier weiterzuspielen macht eher so begrenzt Sinn. Also beziehungsweise so direkt weiterspielen, ja gut, kann man sich überlegen. Mit Kumpels und so macht das Spiel natürlich dann noch mehr Spaß. Und ich glaube, dass man eine perfekte Transition wieder zum Fazit. Ich würde sagen, dass das Spiel nach wie vor mit der richtigen Truppe mega Bock macht. Ne? Also man stimmt sich dann eh so ein bisschen so auf seine Rollenverteilung ein. Einer ist der Tank, einer ist derjenige, der Damage drückt. Der andere bleibt in der Base und macht gar nichts. Ne? Also jeder zu seiner Rollenverteilung. Und genau, tägliche Quest abgeschlossen, 300 Gold. Achso, genau, die werden dann automatisch hier auf mein Konto transferiert. Auf mein Heroes-Konto. Jo, davon abgesehen, ich denke, Vielfalt ist noch enthalten, gerade für Leute, die das Spiel noch gar nicht gespielt haben. Ja, also so für neue Spieler ist das definitiv einen Blick wert. Ob es dann wirklich noch Langzeitmotivation aufbauen kann, das möchte ich eher bezweifeln, denn der ganze Turniersupport wurde ja abgestellt. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob Blizzard da noch irgendwas machen möchte. Die müssen sich jetzt erstmal um ganz andere Dinge kümmern, zum Beispiel um die Wiederherstellung ihres Rufes. Das mag auch erstmal einige Zeit dauern. Ja gut, aber wer hätte das... Ja, ganz ehrlich, wer hat's kommen sehen, dass das bei denen irgendwann mal so aussieht? Ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Und viele sagen so, ja, das kam ja dann mit dem Zusammenschluss mit Activision dann erst zustande, aber das bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Das wurde, oder das hatte sich mit Sicherheit schon viel, viel eher dahingehend entwickelt. So, Stimmungskiller. Damit, genau, würde ich sagen, gerade so mit dem wie komme ich jetzt hier nochmal raus? Achso, genau. Damit und dadurch, dass eben keine Helden mehr kommen, jedenfalls weiß ich auch nicht, ob da nochmal was kommt. Jedenfalls hatte Blizzard dann so halbwegs auf halbem Weg dann gesagt, da wo das Spiel eigentlich meiner Meinung nach wirklich so relativ stark boomte, da haben die irgendwie gesagt, okay, wir stellen den Turniersupport ein. Dann kamen ja bereits weniger Patches und was ist weniger, ne? Oder also irgendwie, das Spiel war dann nicht mehr so in der Qualität, wie man das vielleicht haben wollte. Und die ganzen Helden hier natürlich zu balancen, das ist letzten Endes unmöglich. Und sowas filtert sich dann aber auch in den offiziellen Spielen, also in den gewerteten Spielen. Oder ne, du kannst ja auch hier sagen, ungewertet. So, dann braucht das etwas, um zu laden. Und da kann man, was ist das denn? Wieder eine bevorzugte Sekundärrolle. Genau, das geht ja mittlerweile auch bei League of Legends seit 2 oder 3 Jahren, keine Ahnung. Dass man hier so seine Rolle einstellen kann, was man spielen möchte. Mhm. Und so. Und ja. Dass man dann auch so eine Auswahl hat, so ein Draft-System, um die ganzen ultra-broken Heroes auch rauszufiltern für das Spiel, die dann keiner braucht. Genau, dauert ein bisschen länger. Jeder hat dann ein paar Sekunden Zeit, sich da ein auszusuchen. Ja, du kannst dann natürlich dann auch Konter wählen oder der Gegner wählt Konter und so weiter und so fort. Ja, so wie man das halt spielen möchte. Ich spiele meistens dann eher gerne die Schnellsuche. Da hat man ja auch schneller das Geschehen vor Augen. Aber gewertet, da bin ich ehrlich, das werde ich nie wieder angehen. Außer, das wird jetzt das große Revival kriegen mit Heroes of the Storm 2 oder ähnliches, aber das wird mit Sicherheit nicht kommen. Genau, empfehlen kann ich es allerdings trotzdem, da mal reinzuschauen, gerade wenn man dann die Leute hat, gerade wenn man dann weiß, hey, ich habe hier 4, 5, 6, 10, 100 Leute, mit denen man das potenziell spielen könnte, dann lohnt sich das natürlich. Da hat jeder dann seinen eigenen Helden relativ schnell gefunden, möchte ich meinen. Ja, und dann kann das Spiel tatsächlich auch sehr, sehr viel Spaß machen. Ne? Jo. Aber ich denke, für mich sind die Heroes of the Storm Zeiten vorbei. Hier bitte traurige Miene aufsetzen und die kleine Geige wieder auspacken. Aber so ist es nun mal. Das mal ab und zu spielen kann man, ja, ne, das halte ich schon eher so für wahrscheinlicher. Aber das jetzt mehr so im großen Stil zu spielen, das wird sicherlich nicht mehr passieren. Dafür gibt es zu viele andere Dinge zu tun, zu viele andere Dinge im Leben und ja, zu viele andere Games vor allem, die man dann auch spielen kann oder die man eher spielen kann.
Und ich glaube, damit belasse ich es auch. Ist nach wie vor Free-to-Play, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Und genau, einfach Battle.net-Account erstellen, einfach runterladen, einfach zocken. Und ihr werdet dann natürlich am Anfang deutlich weniger Helden haben als ich jetzt hier. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, die gesamte Spielzeit, kann man das eigentlich irgendwo sehen, mit Sicherheit. Aber das war schon einiges, was ich da reingebuttert habe. Und das dauert auch so seine Zeit, bis man hier dann die ganzen Helden freigeschaltet hat. Aber das muss euch ja nicht davon abhalten, das Spiel zu spielen. Man muss ja auch nicht jeden Helden spielen können. Reicht ja, wenn man so seine 2, 3 Helden gefunden hat, die einem wirklich richtig Bock machen und die man dann spielen kann und spielen möchte. So, das als Wort zum Sonntag, obwohl heute kein Sonntag ist. Und jo, ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen und hoffe, man sieht sich dann auch in den nächsten Videos. Allerdings nicht zu Heroes of the Storm. Und bis dahin, ne, noch einen schönen Tag, noch eine schöne Woche, noch ein schönes Jahr. Ihr wisst, was ich meine. Und dann wieder schauen und bis denne.